es heißt noch immer, weil man dann doch nicht wahrscheinlich die Frechheit hatte, auch das noch zu streichen, es heißt noch immer, dass dieses Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn denn das deutsche Volk in freier Entscheidung eine andere Verfassung erlässt. So quasi, man kann sie ja auch irgendwann wieder ändern, aber es ist jetzt nicht mehr programmatisch. Der Staat sind wir alle und ich glaube, das ist eine der großen Märchen, die uns aufgetischt werden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin, für euch auf der Insel Usedom bei der Eigentümlich Freikonferenz. Neben mir Herr David Dörr. Herr Dörr, Sie haben gesprochen hier, einen tollen Vortrag gehalten. Es ging um die Verfassung und das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz ist doch die Verfassung, was kann man da groß drüber reden? Das ist eine interessante verfassungsgeschichtliche Thematik. Das Grundgesetz heißt bewusst nur Grundgesetz und nicht Verfassung. Es hat irgendwie die Funktion der Verfassung. Aber man hat das damals nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst Grundgesetz genannt, um zum Ausdruck zu bringen, dass das nur etwas Provisorisches ist. Es hieß dann ausdrücklich in der Schlussbestimmung dieses Grundgesetzes, dass das noch abgelöst werden soll bei Gelegenheit durch eine echte Verfassung, die sich das deutsche Volk in freier Entscheidung dann noch geben wird. Das war irgendwie in dem Moment gleich nach dem Krieg noch gar nicht möglich. Da waren die Besatzungsmächte, die das organisiert haben. Man wollte doch aber eine gewisse Grundordnung haben und hat dann die Grundgesetz genannt. Okay, also dieser Artikel 146, den Sie gerade beschrieben haben, der soll halt sagen, dass sich die Deutschen selber eine eigene Verfassung geben können, wonach sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fähig waren. Ja. Aber jetzt sind wir in Deutschland völlig frei und unabhängig und ist es dann nicht irgendwie obsolet geworden? Ja, das ist ja das Thema, das war auch das Thema meines Vortrags. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg war das quasi Programm, auch in der Präambel, also ganz am Anfang dieses Grundgesetzes stand, das deutsche Volk ist aufgefordert, dann selbst noch sich seine eigene freie Verfassung zu geben. Darauf wartet das deutsche Volk noch heute. Aber jetzt etwas flapsig gesagt, die Obrigkeit hat es geschafft, mittlerweile so zu tun, wie wenn das mittlerweile jetzt in Ordnung wäre, quasi wie wenn das deutsche Volk in der Zwischenzeit sich frei eine eigene Verfassung gegeben hätte, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und der Trick sozusagen der Behörden, der Obrigkeit, der bundesstaatlichen Obrigkeit ging dahin, dass man die Wiedervereinigung so quasi zum Anlass genommen hat, nicht nur festzustellen, die Einheit sei jetzt wiederhergestellt, das ist so, sondern man hat so im gleichen Aufwisch gesagt und damit auch die freiheitliche Verfassung. Es heißt zwar noch immer Grundgesetz, also so weit ging man in diesem Etikettenschwindel nicht, aber an anderer Stelle ist zum Ausdruck gebracht, jetzt ist Einheit und Freiheit vollendet. Das ist jetzt die vollendete Verfassung, auch wenn sie noch Grundgesetz heißt. Es heißt noch immer, weil man dann doch nicht wahrscheinlich die Frechheit hatte, auch das noch zu streichen. Es heißt noch immer, dass dieses Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn denn das deutsche Volk in freier Entscheidung eine andere Verfassung erlässt. So quasi, man kann sie ja auch irgendwann wieder ändern, aber es ist jetzt nicht mehr programmatisch. Das Ziel, das dann noch in eine freiheitliche Form zu bringen. Ja gut, Herr Dörr, nur ist das nicht nur eine, ich sag mal, eine Elfenturm-Diskussion, wo sich die Akademiker drum streiten. Welche Relevanz hat das denn für unsere Zuschauer oder auch den Menschen einfach in Deutschland oder in Europa? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also man kann sagen, Verfassungsrecht ist ohnehin eine etwas theoretische Ebene. Aber man kann auch sagen, sie ist verräterisch, je nachdem. Sie zeigt, was eben letztlich dahinter steht. Und am Schluss wirkt sie sich ja dann ganz konkret bei den Bürgern aus.
Also Entwicklungen, die wir Sie an dieser Tagung auch sehr schön gesehen haben, eines wachsenden Einflusses des Staates, eben auch in Westdeutschland, oder im früheren Westdeutschland, haben natürlich sehr wohl zu tun, wie das Verständnis der Behörden, der Obrigkeit ist. Würde sich die Obrigkeit nach wie vor verstehen als ein Übergangsregime, würde sie vielleicht nicht derart unverblümt in Rechte der Bürger eingreifen, wie das heute immer mehr geschieht, mit einer steigenden Staatsquote, mit Umweltpolitik auf höchst spekulativer Basis, die dann am Schluss in CO2-Abgaben, in neuen Steuern sich auswirkt, die man am Schluss bezahlen muss, jeder Einzelne. Nicht? Aber, am Schluss hat es dann Relevanz. Der Staat sind doch wir alle. Und je mehr Staatsquote wir haben, desto besser geht es uns auch allen. Es ist um allen gesorgt und man hat mehr Geld für Straßen und für die Sicherung der Schwächsten. Genau. So heißt es immer. Nicht? Das ist stimmt, der Staat sind wir alle. Und ich glaube, das ist eine der großen Märchen, die uns aufgetischt werden. Schon lange. Also die Idee, dass der Staat wir alle sind, die ist nicht so alt historisch. Man kann sagen, es kam mal die Zeit auf, man kann vom Konstitutionalismus sprechen, so mit der Aufklärung, sagen wir nach dem Westfälischen Frieden, Mitte 17. Jahrhundert, als man die nationalen Ordnungen wieder mal etwas zurechtrückte. Das war so der Nährboden auch für freiheitliche Ideen, die da kamen, bis dann hin zur Französischen Revolution. Da wurde die Idee einer Legitimierung der Gesellschaftsorganisation von unten wurde da entwickelt. Das waren Verfassungsversprechen sozusagen. Aber das war immer etwas in diesem Spannungsverhältnis zwischen den Untertanen oder dann eben nicht mehr Untertanen, zwischen der Bevölkerung einerseits und den Machthabern andererseits. Da war die Idee, macht ihr doch den Staat, nicht? Aber das Problem ist ja, dass das Theorien sind und die Wirklichkeit ist eben, dass der Staat, das ist eine Organisation. Das sind nicht wir alle zusammen, die möglichst frei miteinander das machen, sondern es ist eine Organisation, eine konkrete Firma. Das sind Leute, gar nicht so viel, einige tausend. Das ist ein Hof, jetzt auf nationaler Ebene in Deutschland in Berlin, ein recht großer, üppiger, bürokratischer Hof, der aus Geld der Bevölkerung lebt. Und dieser Hof dort tut so, wie wenn er das Volk wäre und erzählt beispielsweise dieses Märchen, das Volk, das sind doch wir alle, das ist und jeder nicht so. Steuereuro kommt doch der Bevölkerung doppelt und dreifach zugute. Das habe ich. Also jeder Euro, der in Form von Steuereinnahmen quasi vom Volk fast freiwillig gezahlt wird, der kommt dann ja auch der Bevölkerung wieder zugute, als Mehrfaches. Mit diesen Dienstleistungen, die Sie erwähnt haben, wie zum Beispiel sicher Telefone, gute Straßen. Genau. Es fällt mir schwer, diese Rolle zu spielen. Gut. Vielleicht hat sie auch gute dabei, ne? Zwischendurch. Ja, natürlich, das sind so die Argumente. Das Problem ist ja, dass sich dieser Monopolist all das anmaßt, nicht? Also, wenn ein Privater käme und sagt, ich habe jetzt eine Straße gebaut, jetzt musst du mir zahlen, und zwar nebenbei, er verlangt das Geld gar nicht von denen, die die Straße benutzen, der Private, sondern einfach von allen. Gib mir mal so und so viel Prozent. Wahrscheinlich mein Auto, fährt alles mit dem Fahrrad und muss trotzdem die Autobahn bezahlen. Nee, das wird dann über Steuern finanziert. Und die Steuerfinanzierung hat etwas sehr Spezielles. Also nicht nur das, sagen wir mal, dass man Leistungen finanzieren muss und das halt dann dort holt, sondern Steuern sind definitionsgemäß voraussetzungslos geschuldete Abgaben. Also im Verwaltungsrecht nennt man das so. Und wenn Sie diesen Begriff mal sich auf der Zunge zergehen voraussetzungslos geschuldete Abgaben. Wo gibt es sowas noch? Finden wir sowas noch in der Welt, in der Natur? Es gibt noch kriminelle Gangs, die nehmen den Leuten Geld ab. Einfach deshalb, weil sie es haben, nicht?
Okay, aber ich glaube, die Mafia hatte nur 7% verlangt. Und ich kann 70? Mir vorstellen, ja, dass Mafia-Gruppen, die das natürlich auch haben, die haben Schutzgelderpressungen, die sagen übrigens auch, wir bieten euch ja was, nämlich Sicherheit, nicht? Wie der Staat das sagt, wir bieten ja Polizei, Straßen, alle diese Dinge, aber jetzt müsst ihr auch bezahlen. Und zwar eben bei nicht mal nur die, die das benutzen, sondern einfach alle, die das haben. Also in Abwandlung des Bibelworts, wer hat, dem wird genommen. Das ist das Prinzip. Und das entkräftet natürlich auch diesen Einwand, wir haben ja auch Leistungen erbracht, nicht? Wenn man es bei den Leistungen anknüpfen würde, mal abgesehen davon, dass die einem aufgenötigt werden, dann wäre es schon was anderes. Dann ist es auch keine Steuer mehr, sondern dann wäre das eine Gebühr. Es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten. Das Besondere der Steuer ist eben, dass sie abgekoppelt wird von der Verwendung. Und das ist natürlich jetzt, abgesehen vom Politischen, auch ein ökonomischer Nonsens. Das permanente Korrigieren von wofür zahle ich etwas, nur das, was es mir auch wert ist, und auf der anderen Seite, was biete ich an, nur das, was gefragt ist, das geht genau über diesen Mechanismus und der wird gekappt. Und das ist ein weiteres Problem des Steuerstaats. Wie ist denn Ihre Idealvorstellung, dass jetzt sich Deutsche zusammentun und gemeinsam eine Verfassung festlegen, und was hätte dann der Einzelne davon? Warum sollte er sich überhaupt damit beschäftigen und nicht einfach so weiterleben? Das ist schon die Frage. Also wenn man jetzt diese Aufforderung, die im Grundgesetz noch stand im Jahr 1949, heute eben so ein bisschen relativiert ist seit der Wiedervereinigung, wenn man die jetzt mal versuchen würde einzulösen, nicht? Es gab auch schon Vorstöße, es gab schon Bürger, einen Fall, der vom Bundesverfassungsgericht gefordert hat gegenüber dem Staat, er müsse jetzt das in Gang setzen, die freiheitlich vom deutschen Volk selbst beschlossene Verfassung. Das wurde dann weggeputzt vom Gericht mit formalen Argumenten. Aber nehmen wir jetzt mal an, man geht jetzt dieses Projekt an, dann fragt sich in der Tat, ist damit das Grundproblem wirklich angegangen? Man kann sagen, das ist eine gewisse Optimierung. Wenn es jetzt wirklich eine Abstimmung gäbe, das löst natürlich eine Debatte aus politisch, und da werden Thinktanks und Interessengruppierungen sich beteiligen an einer breiten Debatte. Die wird dann in Formulierungen gegossen, und diese Formulierungen werden dann, wenn es wirklich das deutsche Volk in freier Entscheidung sein soll, in einer Volksabstimmung werden die vorgelegt und vielleicht dann angenommen. Dann könnte man sagen, ist man einen Schritt näher gekommen der freiheitlichen Ordnung, bloß das Grundproblem ist dann immer noch nicht behoben. Es ist dann immer noch Symptomtherapie, man hat dann immer noch eine insgesamt monopolistisch bestehende Grundstruktur. Es gibt immer noch den einen institutionalisierten Staat, der zwar vielleicht mehr Freiheitsrechte und Mitwirkungsrechte einräumt, aber es ist immer noch einer ganz oben quasi, nicht? Der das, der Macht hat, der eine vielleicht etwas besser legitimierte Macht hat, aber er hat Macht, und Macht ist immer das Gefährliche. Das weitet sich aus, und auch eine solche freiheitlich angenommene Staatsverfassung, weil es eben eine staatliche Ordnung ist, die wird immer wieder, das hat die Geschichte auch gezeigt, immer wieder in ein totalitäres Regime sich entwickeln. Weil sich Verwaltung immer ausdehnt. Quasi Staat kennt nur, Staatskode kennt nur eine Richtung. Nur eine Richtung. Das ist diese zentripetale Kraft, die Anziehungskraft von Macht. Und muss deswegen auch die Wirtschaft wachsen, damit, weil die Verwaltung wächst immer, und gibt es deswegen vielleicht auch einen Wachstumszwang für die Wirtschaft, um überhaupt die Abgabenlast noch tragen zu können? Natürlich, das wäre wünschbar, dass das mitwächst. Nur das Gegenteil ist natürlich der Fall. Je stärker
die zentralen Mächte wirken, und das sind Regulierungs-, Besteuerungsmächte, desto schwacher die Wirtschaft. Wie so ein Efeu, der sich um eine prächtige Kiefer wickelt und dann nach und nach die zuwächst. Und Kiefer verhält sich dann vielleicht, ich weiß nicht, ich bin botanisch da nicht so versiert, aber ich kann mir vorstellen, das tut dieser Kiefer nicht so furchtbar gut. Die grundsätzliche Alternative, haben Sie noch gefragt, nicht? Was denn sonst? Und meine Alternative ist natürlich eine konstitutionelle Anarchie. Also eine. Sie sagen konstitutionell in Abgrenzung zu verfassungsmäßig, oder ist das? Nein, das Gleiche. Das ist das Gleiche. Also man könnte auch sagen, ist eine Verfassung der Anarchie. Nicht eine Verfassung der Demokratie, wie man das... Was meinen Sie mit Anarchie, bitte? Ja, Anarchie, das muss man begrifflich, muss man das definieren. Man denkt ja nach Hissen, das sind so die jeder haut Gewalttäter. Sich und schießt rum und ja, genau, das natürlich nicht. Und das ist es auch nicht. Ist es übrigens auch nicht historisch aus der Zeit, als dieser Begriff aufkam im 19. Jahrhundert, gab es natürlich Gewalttaten, Attentate, aber das ist natürlich nicht das Typische von Anarchie. Anarchie vom Begriff heißt an und arch. Arch ist griechisch und heißt der Erste, der Oberste, First, Englisch, der Fürst, der Erzherzog, arch. Das ist alles der gleiche Wortstamm, heißt eigentlich der Oberste, Einzige. Die letzte Autorität im übertragenen Sinn. Also ein Gemeinwesen, das eine Archä hat, ist eines, das letztlich monopolistisch organisiert ist, das einen König, einen Staat, einen Superguru, was auch immer hat. Das ist Archä. Und Anarchie heißt ohne Archä. Das ist eine Gesellschaftsordnung, die darauf verzichtet, eine solche Zentrale zu haben. Eine Gesellschaftsordnung. Ordnung, die darauf verzichtet. Es ist ein Ordnungsmodell. Mit anderen Worten, eine Ordnung, die ganz bewusst dezentral funktioniert. Und wenn sich da jetzt einer voll daneben verhält und doch vielleicht mit Gewalt versucht, seine Ziele durchzusetzen oder durch Intrigen? Was passiert dann, wenn man keinen gerechten genau. König hat, der sich darum kümmert? Also das ist eine sehr berechtigte Frage. Dieses Risiko besteht, nicht? Ich meine, das ist die ganze Übungsanlage dieser Diskussion. Man hat immer diese Spannung zwischen Freiheit der Einzelnen und einer missbrauchsanfälligen Macht, einer Zentralisierungstendenz. Und das ist ein permanentes Dilemma, das die Menschheit begleitet. Ich glaube, das kriegt man nicht aus der Welt, das ist mal da. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht man optimal mit dem um? Das Paradies auf Erden wird man mit jedem Modell nicht hinkriegen, auch mit Anarchie nicht, ganz klar. Aber zumindest kann man versuchen, geschickt damit umzugehen. Und jetzt zu Ihrem Punkt, jetzt kommt einer dieser privaten, weiß ich was, Sicherheitsanbieter, nicht? Und der ist sehr tüchtig, der kauft andere auf, wieder andere verdrängt er. Und dann plötzlich beginnt er da Allüren zu entwickeln und den Leuten da Vorschriften zu machen und Schutzgelder zu erpressen. Und nur dann sage ich, das Risiko ist, aber da wird es Gegenbewegungen geben. Die Konkurrenz ist ein sehr wichtiger Korrekturfaktor. Die öffentliche Meinung, die Reputation wird dem das Leben schwer machen. Er wird merken, dass ein korrektes Verhalten, das darf durchaus energisch sein, aber es muss korrekt sein, bewährt sich, er wird das wählen. Also mit anderen Worten, da gibt's genügend in der Wirklichkeit bestehende Korrekturmechanismen. Jetzt können Sie aber sagen, ja, aber sicher ist das nicht. Es gibt den einen, der ist so gut und so brutal und so tüchtig, dass er es schafft, am Schluss alles zu beherrschen, den Leuten das Geld wegzunehmen, erst noch reputationsmäßig gut dazustehen und so weiter. Das Risiko schließe ich nicht aus. Und dann haben wir den Staat. Wie heute. Wie heute. Also mit anderen Worten, dieser Worst Case, den Sie zu Recht ansprechen, ist der Staat. Der Staat, oder man kann so sagen, der Teufel, den der Staat an die Wand malt, um sein eigenes Machtmonopol zu rechtfertigen, ist er selbst. Also dann habe ich lieber bloß ein gewisses Risiko des Worst Case als den Worst Case selbst.
Sehr verständlich. Sie haben vom deutschen Volk gesprochen. Wie würden Sie das abgrenzen? Also wer gehört zum deutschen Volk? Jeder, der einen Bundespersonalausweis hat, jeder, der sich im gewissen Territorium aufhält, jeder, der die deutsche Sprache spricht, also gehört ein Teil der Schweiz und Österreich auch dazu? Oder wie grenzt man das denn ab? Kann jetzt einer sagen, ich gehöre nicht dazu und andere sagen, aber doch, du gehörst dazu und dann gehört er nicht dazu oder gehört er dann dazu? Das sind wahrscheinlich schon Schwierigkeiten, die natürlich sehr, sehr konkret sich auswirken können, die auch wieder mit diesem System zu tun haben, nicht? Wenn Sie von Verfassungswegen oder von Grundgesetzwegen solche Dinge definieren, dann kommt gleich die Frage, ja, wer ist denn überhaupt berechtigt, damit zu machen? Und dann haben wir dieses Problem, dass es die offizielle Struktur gibt, dieses Staates, und das muss genau definiert sein, wer da welche Rechte hat. Das Problem ist ja eben diese offizielle Struktur. Oder noch anders gesagt, dass diese Struktur einen offiziellen Charakter hat. Wenn das eine Struktur wäre wie irgendeine, wie eine große Genossenschaft, wie eine Unternehmung, eine private, wie irgendeine eine Glaubensorganisation, eine Kirche und was auch immer, dann würden sich diese Probleme nicht wirklich stellen. Ich meine, was sind die Voraussetzungen, um Aktionär einer Unternehmung zu werden? Was sind die Voraussetzungen, um bei einer Wohngenossenschaft anzudocken und so weiter? Das hängt ganz von diesen Umständen ab und da sind für diesen Zweck die willkommen, die diese Zweckrichtung verfolgen wollen. Man muss sich vorstellen, eine solch anarchistische Gesellschaftsorganisation ist nicht unorganisiert. Da gibt's Strukturen. Das entspricht dem Naturell des Homo sapiens. Er organisiert sich. Er ist nicht Einzelkämpfer. Es gibt welche, aber die sind die Ausnahmen. Die meisten sind in Gruppierungen, Familien, Unternehmungen. Und zwar in verschiedenen, nicht nur in einer, organisiert. Und da ist man Mitglied oder man tritt wieder aus oder man wechselt. All diese Fragen, die bei der staatlichen offiziellen Organisation derart konfliktreich werden können, die stellen sich bei dieser anderen Struktur in einem viel geringeren Ausmaß. Weil man im Zweifel einfach austritt und sagt, okay, ich mache jetzt bei dieser Organisation nicht mehr mit und nicht dann alle anderen überzeugen muss, dass das so läuft. Genau. Okay. Also gerade Genossenschaften werden oft mit staatlichen Organisationen verglichen. In der Schweiz beispielsweise, wo ich herkomme, haben wir ja auf Bundesebene die Schweizerische Eidgenossenschaft. Das ist ein Begriff, der auch lange historisch ist. Es gibt auch viele andere historische Eidgenossenschaften. Aber jedenfalls nicht zufällig verwendet man diesen Begriff. Und man kann sich das auch so vorstellen. Weshalb nicht eine vielleicht große Genossenschaft dazu führen, die sehr viele Bereiche abdeckt, die von mir aus Steuern erhebt, wenn das die Genossenschaftsmitglieder gut finden, aber immer nur für diese Genossenschaftsmitglieder. Und wenn einem das nicht mehr behagt, hat er ein Recht. Das ist ein hohes genossenschaftsrechtliches Prinzip, das Recht, jederzeit auszutreten. Vielleicht mit einer gewissen Kündigungsfrist, aber er kann austreten. Und wer ein Interesse daran hat und die Bereitschaft, den Genossenschaftszweck zu unterstützen, der darf auch eintreten. Super, Herr Dürr, das war bisher sehr bereichernd. Also ich spreche, denke ich, für einen Großteil unserer ZuhörerInnen. Und haben Sie noch eine wichtige Information oder noch eine Botschaft, die Sie jetzt hier an die Zuschauer und Abonnenten von Großfreiheit TV geben können? Vielleicht auch noch was Positives, damit wir schön viele Daumen nach oben bekommen. Ja, etwas Positives, ja. Also eben, ich meine, dieses Modell, würde ich sagen, das müsste man sich vor Augen halten, einer solchen anarchistischen Ordnung, sich nicht abschrecken lassen von diesem Begriff, wenn man ihn richtig versteht. Zu wissen, dass das eine komplizierte Übungsanlage ist, also das lässt sich jetzt nicht einfach so umsetzen, man muss ihr auch Zeit geben, aber einfach darüber nachzudenken, diese ganz grundsätzliche Alternative, sich mit der anfreunden. Ich glaube, das wäre eine Ermunterung, die sich allemal lohnt. Und am Ende stünde dann für alle mehr Sicherheit, mehr Freizeit, mehr Lebensqualität? Auf jeden Fall. Also ich meine, dieses Modell ist, ich sagte schon, bringt nicht
das Paradies auf Erden. Das muss man immer wieder betonen, nicht? Man wird dann immer mit dieser Erwartung konfrontiert. Nein, gewiss nicht. Aber wenigstens, das sage ich, wenigstens nicht die Hölle, wie das bisweilen beim staatlichen System schon passiert ist. Mehrfach passiert ist. Ja. Und ja, dann danke schön, dass Sie daran arbeiten, dass wir uns hier auf dem richtigen Weg befinden. Danke fürs Zuhören. Ja. Auch ebenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich Ihnen einfach gute Zeit. Ja, danke schön. Bis nächstes Mal. Hab mich gefreut. Vielen Dank. Ebenfalls, danke schön.